Es war ein langer Weg, aber er war es wert. Das Bild kommentierte die gebürtige Dänin mit den Worten: Unsere kostbare, kleine Frieda, unsere wahre Liebe. Vater der Kleinen ist Nielsens Ehemann Mattia Dessi, 39. Wir sind überglücklich, unsere schöne Tochter in unserem Leben willkommen zu heißen, bestätigten die stolzen Eltern nach der Geburt gegenüber ES Medien. Es war ein langer Weg, aber er war es wert. Wir waren nie mehr verliebt, so das Paar weiter. Für Brigitte Nielsen ist es das fünfte Kind, aber das erste Mädchen. Glücklich in fünfter Ehe. Brigitte Nielsen und Mattia Dessi sind seit rund 12 Jahren verheiratet. Für die 54-Jährige ist es bereits die fünfte Ehe. Mit ihrem ersten Mann, dem Musiker Kasper Weinding, 62, mit dem sie von 1983 bis 1984 verheiratet war, hat die Schauspielerin einen Sohn. Ihre darauffolgende Ehe zu Action-Ikone Sylvester Stallone, 71, hielt von 1985 bis 1987. Kurz darauf bekam sie einen weiteren Sohn mit dem ehemaligen American Football-Spieler Mark Gastineau, 61. Es folgte die Ehe mit dem französischen Fotografen Sebastian Copeland, 54, von 1990 bis 1992. Zwischen 1993 und 2005 war Brigitte Nielsen schließlich mit dem ehemaligen Rennfahrer Raoul Meyer Ottolani, 58, verheiratet, mit dem sie ebenfalls 2 Söhne hat. Brigitte Nielsen hat vor etwa einer Woche im Alter von 54 Jahren ihr 5. Kind zur Welt gebracht. Jetzt teilte die Dänin das erste Bild mit ihrer Tochter auf Instagram. Unsere kostbare kleine Frieda, unsere wahre Liebe, kleiner als 3, schreibt die dänische Schauspielerin unter den ersten öffentlichen Schnappschuss, der sie noch im Krankenhaus mit ihrem Baby im Arm zeigt. Klein Frieda ist darauf leider kaum zu erkennen. Ihr Köpfchen ist mit einer weißen Häkelmütze bedeckt, ihr Gesicht zur anderen Seite gewandt. Im Blick ihrer Mutter liegt unendlich viel Liebe und Dankbarkeit.